Bei mir ist es Xaldin. Ja, da hat man ja gemerkt im Part irgendwas. Auf jeden Fall, wir sind wieder zurück bei Kingdom Hearts 2 Final Mix. Da kommen sie noch nicht dran. Ja, ich glaube, da brauchen wir wirklich die letzte Fortbewegungsart. What a disaster! We're just gonna have to turn back! There's gotta be a way. Oh, come on, kid! That's an easy one! Ow, buddy, oh pal! This is what having a genie for a best friend is all about! I mean, how can you leave me on the sidelines at a time like this? Lift large! Problem, Al! The old Rasputaz. What do you say, kid? Hey, genie! Zora! Wanna see a little something I call sandstorm sweep? Oh, wow! Take it away, genie. Alakazam! You know, one lousy sandstorm is just too easy. Ist auch irgendwie enttäuscht. Voll enttäuscht, ey. Ja. Er tut einem wenig so ein bisschen leid. Mhm. Eigentlich dürfte er ja keine Wünsche mehr erfüllen, ist er nicht mehr in der Lampe. Aber er tut's ja, er macht, was er will. Er macht, was er will. Freier Wille und so. Mhm. How about giving me a challenge next time, eh, Al? Weißt du was, Ginny, kannst mal gerne zu mir kommen. Ich möchte nämlich eine Heilung gegen meine Krankheit. Und so eine Komplettheilung. Auch gegen meine psychischen Probleme und dem allen drum und dran. Sag doch gleich, er soll die Erde resetten auf den Status von vor ein paar Milliarden Jahren. Zum Beispiel. Auf jeden Fall können wir jetzt dazu diese Ruinen hin. Hier gleich. Now what do we do? Das könnte vielleicht das Alt-Agrabah sein. Ich kenne mich mit der Story von Aladdin nicht aus. Ich weiß es leider nicht, was es genau ist. Aber die Ruine rein erinnern einem fast daran. Bei diesem Minispiel hatte ich immer Probleme. Mhm. L2 Kommandos auswählen. Gedrückt halten, um mit dem rechten Stick Kommandos auswählen. R2 Kamera bewegen. Selbsterklärend. Tipps: Benutze X, um Entschuldigung, Dinge zu tun. Ich dachte, du wärst fertig schon. Nein. Entschuldigung. Das habe ich jetzt verkackt. Ich geb's zu. Aber richtig. Mm. Weil hier fliegen natürlich auch Sticker rum, die wir versuchen einzusammeln beim Fliegen. Ja, aber erstmal müssen die weg. Bisschen extra kann nicht schaden und andererseits, ihr stört. Ja, vor allem, wir haben auch fast wieder ein Level up. Da fehlt ja nicht mehr viel, nur noch rund 1000. Ach, die gibt's ja auch noch. Ey, ich hab sie alle drei erwischt. Und das hat knapp 800 EXP gegeben. Alle drei. Und du, Jaffa, verschnitt, komm her. Kommt es mir nur so vor, oder sieht dieser Jafar-Verschnitt aus wie Bowser Jr. aus Mario Sunshine? Ist gut möglich. Ja, yes. Gewisse Ähnlichkeit. Nein, das lässt du schön bleiben, Freund. Es hat schon gereicht, dass du schon genug Chaos gestiftet hast. Wobei, das könnte wirklich halt Agrabah sein. Weil das eine hat mich jetzt aus dem Palast assoziiert. Ich halte nach Stickern Ausschau. Da ist eine wieder. Schwierig einzusammeln, wenn die beziehungsweise der Teppich zu schnell ist. Das lässt du sein. Ich hab du gesagt, das lässt Schwein. Du sein. Du dummes Schwein. Jetzt gib auf, du bist tot. Seht ihr, so schnell geht's. So. Oh, jetzt kann ich mich nicht um euch. Level up in ein paar Stunden.
Da hinter dem Turm ist nichts. Oben ist auch nichts. Ach, dort. Oben ist jetzt der Verschnitt. Der Verschnitt. Das alte Schnittbrot. Hm. Ah, jetzt, hast jetzt du haben wir aber mehr. Jetzt haben wir aber dann das Level Up drinnen. Hm. Mit diesen vier Opfern. Ja, kommt nur alle schön in die Nähe, dann kriege ich euch alle gleichzeitig. Wir hatten das nicht drin, da haben noch 5 gefehlt, ey. So, Magiekraft 1 und Luftkombo Boost. Ja, da haben wir jetzt auch eine Verstärkung für Luftkombos. Oh, ich hasse das, ey. Ja. Oh. Da kann man wenigstens mit Reflex arbeiten, wenn er die Kugeln spammt. Das sah aus wie gewonnen und doch tot. Mhm. Untersuche das Monument. Ach, die hier. Unter der Brücke. Dann dort. In dem Tunnel. Und. Da drüber. So. Alle Spalte aus. Und ich glaube, die muss man jetzt mit dir was machen. Unter der Brücke? Stimmt. Hätte ich fast vergessen. Hätte ich nichts gesagt, hättest du mich dann gefragt, wo ist denn der jetzt der Letzte, ne? Ja, Sicherheit. Oh. So, nützt das Level Up für Aladdin, weil er spielt da eh nicht mit. Okay, da brauchen wir Feuer. Für die anderen ja, Schalter müssen wir... im richtigen Moment... Man muss da den richtigen Zauber drücken. Ja, und ich glaube... wird dann so sein, dass jetzt noch eins Eis bräucht und eins Blitz. Und ich weiß, was du brauchst. Eine Abkühlung. Like ice in the sunshine. Ah. Eigentlich mal kurz. In der Zeit müsste das auch wieder aufgeladen sein. Da war doch gerade noch einer. Ah, Otter. Hä? Hä? Er ist glaube ich noch weiter oben. Ach, scheiß drauf. Wenn ihr nicht kämpfen wollt, dann haut ab. Ich will den Magi zuerst. Wenn mir mehr auf die Nerven geht. Fernkämpfer gehen immer mehr auf die Nerven. Hm. Sehr gut. Sonnenstein. Oh, ab zum nächsten. Oh Gott. Da also, oben ist ja auch schon der. Da sind die Schalter, okay. Gut. Oh, weg sind. Oh, jetzt. So. Und was für einen Zauber brauchst du? Ja. Eis. Und dann einmal nach rechts drehen und da oben. Links, 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 links. Rechts. So, und geradeaus. Oh Gott, ich euch zuerst noch. Sora meint ja. So, und Blitz. Ah, jetzt hab ich's. Ja, wenn man das zu früh drückt, jetzt passt's. Ich hab einfach nur zu früh gedrückt. Ich geb's zu. Jetzt öffnet sich da die Tür am Turm. Was da wohl drin ist? Was soll mir sofort rein, bevor das Tür wieder zugeht? Und um euch kümmere ich mich jetzt um einen Scheiß. Ja, sie sind jetzt einfach nur da, um die Zeit zu vergeuden. Natürlich, dann bleibt wieder oben hängen, oder wie?
Na, auf jeden Fall bist du reingekommen. Ja, eigentlich technisch gesehen, Leiter, nicht, der ist eigentlich auch geflogen. Du bist reingekommen. Gut. Nimm es jetzt so hin. Ja, ich nehm's. Und so meckern nicht. So, die Karte der Ruinen. Und. Die letzte Seite. Ja, truhentechnisch sieht wie jetzt aus. Sehr gut. Wir haben alle. Das heißt, Winnie the Pooh wird nach der Session da sein. Wenn wir den Boss besiegt haben und die abwesende Silhouette. Oh Gott. Ich glaube kaum, dass wir Winnie Pooh dann noch durchbekommen. Nö. Dann müssen wir das für den nächstes Mal auf. Bewahren. Ja, vor allem, wenn du alle 2 Meter stehen bleibst. Ist er nicht mal hier? You sure this is it? You gotta understand, it wasn't my idea. It was Jafar. He made me bring you here. You don't know him like I do. He can be very convincing. He said if I didn't cooperate, he was gonna. Where is he? Come on now, you gotta forgive me. Where's Jafar? Well, let's see. Right about now, he's probably attacking the palace. I had no choice. His eyes, they got all creepy and weird. Whatever. Iago, you're supposed to be our friend. But you've been playing both sides, just to make sure you save yourself. I knew you were still a bad guy. I'm sorry! Du bist so ein dummer Vogel. Ja, das kann man nur nochmal betonen. Jetzt kommt das Minispiel, bei dem ich immer Probleme hatte. Mhm. Mit dem Teppich jetzt rausfliegen. Wie aus den Ruinen. Jetzt glaube ich, jetzt kommt dann bei der nächsten Session ein paar Level von dir. Vor allem frage ich mich, warum nimmt er so einen Umweg? Ja. Kann doch einfach wusch oder direkt in den Himmel fliegen. Also ich möchte irgendwie schon gerne die Welt, die niemals wahr machen. Mir auch nur recht. Magst du die Welt nicht? Ich mag sie zwar schon, aber da hätte ich den Anfang und Welt das Ende der Story. Würde passen. Du hattest, glaube ich, die ersten 3 Stunden des Spiels. Mm. Ohne meine Interaktion. Ja. Ja, okay, machen wir das so. Mm. Dann kriegt auf jeden Fall je nach Schicksal auf jeden Fall kriegen wir dann die finale Welt. Yay. Also hat er dann die Ehre, einen gewissen Gegner zu verbrüten, der mich so abgefuckt hat in Kingdom Hearts 1. Ja, das ist, sagen wir aber natürlich noch nie. Hm. Bums. Wie die aufschlagen, ey, das hört sich voll brutal an. Ja, sämtliche Knochen gebrochen. Also ich hatte immer Probleme bei dem Minispiel. Ich hab keine Ahnung warum. Ich bin immer in alles reingeflogen. Oh. Get some rest, Carpet. You earned it. Come on, let's get Jafar! And who asked you? The palace is through there. Hurry! Aber erstmal speichern. Das ist das Wichtigste. Mhm. Weil je mehr wir Kingdom Hearts spielen, desto mehr freue ich mich auch für den dritten Teil. Mhm. Nach so unendlich vielen Jahren gefühlt. Ja. Das ist einfach eine unglaubliche Ewigkeit.
Wenn jetzt Gegner auftauchen sollte, die ignoriere ich jetzt. Ein bisschen Zeit sparen. Jo. Da tun eh keine Gegner auftauchen. So. Ihr wisst jetzt wohl über alles Bescheid, was? Man kann überall Machenschaften eben nicht auf ewig geheim halten. Wie recht ihr habt. Ich hatte mich gerade in den Palast geschlichen, um ein paar Schätze auszuleihen. Als ich plötzlich diese Stimme hörte, sie sagte: Lass mich frei und du bekommst von mir eine noch viel größere Belohnung. Ich fragte: Wer bist du? Die Stimme antwortete: Der wahre Sultan von Agrabah. Bösen Menschen haben mich hier eingesperrt. Warum? Warum habe ich diese Geschichte geglaubt? Vielleicht hat der Jaffa mich verzaubert. Ja, das muss es gewesen sein. Ich bin sicher, die versprochene Belohnung hatte nichts damit zu tun, richtig? Ein bisschen vielleicht, aber Jaffa hat mir letztendlich nichts gegeben. Wo habt ihr denn all die Kostbarkeiten her? Von dem Mann in der schwarzen Kutte natürlich. Die Organisation 13? Ich wusste es! Diese Schätze waren ein Geschenk, damit ich auch ja niemand von Jaffas Rückkehr erzähle. Er sagte, er würde Jaffa vernichten, indem er ihn in einen Herzlosen verwandelt. Es bestand also kein Grund, Agrabah in Panik zu versetzen. Und das habt ihr ihm abgekauft. Ich bin ein Trödler und ein guter noch alt dazu. Ich kaufe alles, solange nur der Preis stimmt. Ich wäre ein erfolgreicher Handel geworden, wenn ich nur damit durchgekommen wäre. Ach. Tut's. Entschuldigung. Macht nichts. Tolle Einstellung. Jago ist nicht mit also nicht ganz unschuldig. Aber er ist nie unschuldig. Aber jetzt ab zum Palast müssen noch einen Sultan stürzen. Just wait, Jafar. You'll get exactly what's coming to you. Indeed I will, Princess. All of Agrabah will belong to me. While you... you, my queen, shall weep at my side for all eternity. Oh, please. Right about now, your precious Aladdin is whispering your name with his last breath. Nicht wirklich. Alter für ein Gerücht. What was that you were saying, Jafar? You dare defy me, you useless bird! Ow! Geschieht ihm eigentlich recht? Ich glaube, das Exil in der Wunderlampe hat ihm nicht genügt. Er wird mir halt genauso eine Freude sein, dich endgültig zu vernichten, Mister. Jetzt ist er aber ein bisschen größer. Und mächtiger. Hält sich für den Größten. Was er aber nicht eh ist. So, und zuerst greift sein Bauch an. Könnt ihr schon mal... Ein kleiner Funfact, würde ich mal sagen. Und zwar, Eraser Jin aus Sonic und die geheimen Ringe soll Jafar sein. Okay. Habe ich mal irgendwo gehört. Und... Ah, okay, das tat doch... Okay, er macht sehr viel weniger Schaden, als ich dachte. Okay. Es war nicht gerade viel. So. Den hast du ja noch so gerade eben erwischt.
Und... Aua. Das hat schon mehr weh getan. Hm. Was hat der gerade gesagt? Wubble Double da. Hm. Okay. Ah, jetzt macht Feuerdingens. Vorausgesetzt, ich komm mal zu... Ran! Oh. Er hat schon wieder gesagt. Oh. Oh, so. Muss dich heilen. Ja, ich mein. Oh, mach mich. Mach mich. Komm! Danke. Oh. Oh, jetzt. Und dran. So, Defa, also kann man jetzt nicht viel tun. Weil, egal wie. Außer ausweichen. Ja. Ja, es ist einfach nur durchhalten, bis es wieder normal wird. Aber wenn man so ein Gebäude an den Kopf bekommt, sollte das mehr HP abziehen, denke ich. Normalerweise schon. Weil das tut ein bisschen weh. So weit fliegen wollte ich jetzt auch nicht, Teppich. Ah, geht doch so. Sehr gut. Besser. Ah. Ja, jetzt will er auf einmal und vorher will er nicht. Der wollte auch schon vorher. Aber da war ich leider gerade. Aber du warst zu schnell. So, ich denke, das ist jetzt die letzte Runde. Aber oh, nochmal eine Heilung irgendwie. Oh, Potions und Reichen. Wir haben ja so viele von denen und dann haben wir auch noch den Item Boost. Überlebt. Ja, jetzt muss er aber direkt zum Kopf fliegen und nicht wieder 1000 Meilen unter ihm landen. So, oh, Blitz. Ja, reicht. Feuer, jetzt haben wir, glaube ich, Feuer. Das ist auf jeden Fall nützlich gegen den nächsten abwesenden Silette, nämlich eine besondere Schwäche. Und aber auch noch Feuerboost haben. Passt das. Doch, das ist hier Eraser Jin, weil er Ratte gesagt hat und Sonic meint so: I'm not a rat, I'm a hedgehog. Also, das ist Eraser Jin. Und somit ist er jetzt auch vernichtet. Du hast jetzt insgeheim Sonic und die geheime Ringe gerettet. Ja? Okay. You went Manu a Manu with Jafar and you didn't invite me, Al? Sorry, Genie. Things happen kind of fast. And I had ich frag mich. To show off too. Now, Genie, we still need your help. Who's gonna fix Agrabah? Oh, wie würde... Yeah. Well, Super Duper spruced up Agrabah coming right up. You won't even recognize the place when I'm through with it. Just like it was, please. Really? Same old, same old. All right. Hätte Genie diesen Satz auch gesagt, wenn du ihn beschworen hättest im Kampf? I don't know. Hey, voila! Next time let me put in a few swimming pools! Weiß nicht, ob ich überhaupt dort etwas beschwören könnte. Ich war ja, glaube ich, allein auf dem Teppich. Wunderklinge besitzt hoher Magiekraft und erhöht die Menge an Talern, HP und MP-Kugeln, die besiegte Gegner hinterlassen. Nee, man braucht ja Kameraden dafür. Also das. I guess Agrabah's all right now. Yeah, thanks, guys. Hey, you behave yourself. Got it?
I most definitely got it. No more looking out for number one. I'm reformed. I want to be a good friend like Genie, but I can't do anything to help you. What kind of a friend is that? Oh, no. It's not like that, Iago. Friends don't have to do stuff. As long as we have fun hanging out together, that's all that matters. So, what do you guys do for fun? That's not quite what I meant. Well, anyway... Ow, my feet! Gosh, Iago! I hope you didn't hurt yourself. Well, at least I can still fly! Toll, but Scooby. Dass in der Welt immer was kaputt gehen muss. Am I on? Come on, Al. Let me build a freeway or something. Everything's fine. Don't panic. Genie? But I can't hold it any longer. Oh, that's good. Sora, Donald, Goofy, you guys are too much. If you're ever in the mood for some more cosmic razzle dazzle, give me a shout, okay? You got it. Well, you've done it again, Sora. Don't forget about us, okay? I won't. And Sora, about that friend of yours, the one you're looking for, you'll find him. Trust me. Und jetzt ist auch Agrabah beendet. Zumindest wenn es das Story anfängt. Wozu hat man Freunde? Trophäe erhalten! Auf jeden Fall könnte Freund, nachdem die abwesende Silhouette weg ist, hat dann Keanu wieder seine Sessions. Ja, dann darf ich mal wieder was machen, wow! In dieser Session hatte ich ja irgendwie gar nicht. So, und jetzt kommen wir zu dem abwesenden Silhouettenkampf. Wobei... erstmal kurz hier. Okay, genau. Da ist noch nichts Neues. Nix, nix und Soldatenohrring. Was, Soldatenohrring? Hab ich den gar nicht mal abgegradet? Sieht nicht so aus. Dann machst du das doch einfach. Ah, mit Freude drauf. Fechterohrring und ja, Materialien reichen. Da darf der Luna-Tropfen wieder her. Erhöht die Maximum-P drastisch, erhöht die Angriffskraft merklich und erhöht die Magiekraft ein wenig. Gar nicht mal so schlecht. Mhm. So. Mal aus dem gemessen. Der wird mit 2 AP verlieren, also wird der hier ersetzt. Ja, definitiv. So, auf jeden Fall mal kurz speichern. Denn wer hinter dem Portal wartet, ist nämlich die Nummer 5. Wechseln. Keanu hat auch ein gutes Monument. Du meinst Wichsen? Ja, Wichsen, ne? Und er ist vom Typ Eis und 3, macht Feuer auf jeden Fall guten Schaden. Ich werde jetzt auch einiges vorbereiten müssen. Sobald der Kampf losgeht, bin ich dann auch wieder stumm geschaltet. So. So, Feuerboost brauchen wir. Schadenskontrolle wäre auf jeden Fall nicht schlecht. Da verschwindet Glücksboost kurz. Das würde ich dann auch mit Goofys Schadenskontrolle koppeln. Okay. Luftkombo Boost wäre gar nicht mal schlecht, wenn ich das hätte, wenn ich ihn in der Luft katapultieren könnte. Dann kannst du ja Combo Boost rausnehmen. Einer bringt gar nichts. Oder ich nehme mal die beiden kurz raus. Bräuchtest du immer noch einen? Ich möchte auf jeden Fall den schnell in die Luft bewegt haben dafür. Dann kannst du ja mal Vergeltungsschlitze oder so. Ja, Sturmschlitze. Oder Triolen? Nein, Triolen mit Vergeltungsschlitze ist ja das, um eigentlich wieder zu kontern. Da wird er mal kurz weg. Combo Boost darf man halt nicht unterschätzen. Genauso wie Combo Boost. Je länger die Combo ist, desto mehr Schaden kriegt man ja rein.
Mhm. So, und jetzt das Schlüsselschwert, das wir noch bekommen haben. Die Wunderklinge, und die würde ich jetzt sogar hinnehmen, alleine weil sie eine gute Magiekraft besitzt. Mhm, mhm. Bugelboost bringt zwar einen Scheiß, aber egal. Die Items müsstest du auch noch umändern, damit du wieder auf Äther zugreifen kannst. Ja. Und ich kann schon mal sagen, also dabei wechseln würde ich auf jeden Fall auch auf Stitch gehen, vermehrt. Mhm. Der hat mir meistens weil Zeit mit den... Ich hab's dir schon erklärt, der regeneriert auch MP, HP und so weiter. So. Aber wenn ich jetzt die meiste Formel benutze, dann gebe ich da auch noch eine Waffe, die gut Schaden reinhaut. So. Ja, Sterntreue, damit sie länger hält. Nur falls ich dann wirklich in die Form gehen würde. Jo. So, dann noch einmal abspeichern. Gut, das ist auch alles soweit. Wäre schön, wenn wir gewinnen, weil wir kriegen auf jeden Fall was Wichtigeres. So, ich glaube, mehr habe ich gesagt. Ich verabschiede mich kurz und genießt einfach den Kampf. Also bis gleich. Viel Glück. We'll be right back.
Yeah.
Fuck off!